Ja. Jetzt geht's. Alles abgefahren. Hallo auf meinem Kanal Kai in Thailand. Heute nehme ich euch mit in den Khao Sok und sind wir mit dem Motorrad unterwegs. Muss sagen, wir hatten da echtes Abenteuer. Wir haben da zwei Tempel besucht. Deswegen mache ich aber auch zwei Teile draus, weil es waren beides spektakulär, meiner Meinung nach. Mir hat es total gefallen. Im ersten Teil werden wir in einen Höhletempel fahren. Den habe ich noch nicht gekannt. Der ist echt neu für mich. Und sagen, wunderschön. Hat mir ganz gut gefallen. Ganz tolles Erlebnis. Und beim zweiten Teil werden wir in den Auenhöhltempel fahren. Da habe ich aber auch, den kannte ich schon, bloß wir haben da mal einen anderen Weg genommen. War echtes Abenteuer. Und von daher, ich wünsche euch jetzt mal viel Spaß beim ersten Teil und zweiter Teil folgt bald. Jetzt sind wir auf der Strecke Park Wieb Richtung Dalat Yai, also Alta Kua Pa. Ist tatsächlich auch eine meiner Hausstrecken. Wunderschön zu fahren, guter Belag. Natürlich muss man ein bisschen gucken, ist auch viel Farmverkehr. Manchmal sind die Straßen stark verschmutzt, das kommt auch mal wieder vor. Aber gut, wir rasen ja sowieso nicht, von daher ist das eigentlich ganz okay. Hier kommt jetzt gleich auf der rechten Seite ein schöner Buddha. Mal gucken, ob ich den kriege. Weil ich muss ja Kurve fahren. Ja, ja. Ja, kurz nur. Na super. Steht halt mal ein LKW mitten auf der Straße, was ich gesagt habe. Du kannst hier nicht so fahren, wie du das glaubst, dass du das in Deutschland machst. Mitten auf der Straße steht halt mal ein LKW rum. Sollte nicht sein, ist aber so. So, jetzt haben wir quasi Takua Pa umfahren. Wesentlich schönere Straße, nicht im Highway entlang. Und sind jetzt auch auf dem Weg in den Khao Sok. Biegen wir hier jetzt ab. Und jetzt sind wir auf die Straße nach Surat Thani. Da steht ein Elefant. Weiß nicht, ob man den jetzt gesehen hat. Aber das ist ja das Coole. Du fährst hier durch die Gegend, durch die Berge und auf einmal steht da am Straßenrand ein Elefant. Oder das ist alles Mögliche. Also das ist wirklich Empfehlung. Wer das machen möchte, kommt zu mir. Ich habe zwei Motorräder zu vermieten, unter anderem diese Honda CB 500. Da könnt ihr das selber erleben. Ja, und wer sich das Alleinfahren vielleicht nicht traut oder Sehenswürdigkeiten sehen möchte, die jetzt nicht jeder kennt, ja, kommt doch mal zu mir, Motorradmiete, machen wir eventuelle Tour zusammen. Hier ist jetzt auch die Einfahrt zu einem kleinen Wasserfall, der liegt direkt hier hinten dran. Die Tourbusse halten hier meistens an. Ist aber echt ein schöner Wasserfall, der ziemlich weit hoch geht und sehr viele verschiedene Steps so hat. Also naja, das ist auch immer mal ein Stopp wert oder eben hier jetzt auch gleich Aussichtspunkt. Mal gucken, ob der Richard anhält, wäre cool. Aber wie gesagt, das ist schon auch immer so ein Highlight, natürlich hält er an, muss sein. Okay, jetzt fahren wir gerade in die Straße rein. Da ist mein Motorrad echt gut dafür geeignet. Aber wie ich schon gesagt habe, diese Straßen, das kann ja auch jedes andere Motorrad. Und wenn es jetzt nicht noch schlimmer wird, aber man muss halt langsam machen, weil sind schon große Löcher mit drin. Bisschen gucken. Aber ich kenne die Straße nicht. Hier bin ich noch nicht abgebogen. Jetzt mal gespannt, was uns da erwartet, was der Richard sich da rausgesucht hat. Ist ja immer so, der Road Captain macht die Strecke. Wir können uns da einbringen.
Ich würde gern dahin, 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 aber jetzt hat er wieder was rausgesucht. Und dann fahren wir danach. Bin mal gespannt, was das so wird. Aber das ist halt auch das Schöne. Tatsächlich, ich wohne hier schon 14 Jahre hier. Oder über 14 Jahre jetzt. Und es gibt immer wieder was Neues zu entdecken. Bei weitem kenne ich noch nicht alles. Klar, ist jetzt auch ein bisschen weiter weg von Khao Lak. Khao Sok ist halt einfach, ja, mindestens, was haben wir denn jetzt gefahren? Kann ich gerade mal gucken. Ja, 67 Kilometer und wir sind ja noch nicht da. Also so Tagesausfahrt mit dem Roller ist natürlich anstrengend. Aber deswegen, ja, Motorrad sitzt deutlich angenehmer drauf, ist deutlich besser zu fahren und macht natürlich deutlich mehr Spaß. Roller ist cool für die nähere Umgebung. Jetzt muss er Wasser lassen. Du hast ein Trinkgewicht. Mach deinen Koffer auf. Was wolltest du? Du hast ein Trinkgewicht. Ah. Bin fertig. Ja, ich hab was. Ein kleiner Mini-Tempel. Ja, wie lange YouTube von Mario? Hallo. Gut, Len. Okay, ich habe, wir haben es endlich gefunden und gerade auch mit einem Herrn gesprochen. Jetzt läuft der Mönch voraus, zeigt uns den Weg. Und ich sage, kann man da hoch in die Höhle? Ah, das sieht ja toll aus, ich zeige es euch gleich. Weiß er nicht, war er schon lange nicht mehr. Mal gucken, ob es geht. Ja? Der Mönch, der da vorne läuft, ist 75, so alt wie der Jürgen. Okay. Aber jetzt gucken wir gleich mal, los geht's. Ob es denn auch was wert war, da herzufahren. Das ist ja schon cool. Oh, aber Brücke hat es doch keine. Gucken wir mal, ob man da rüber kann irgendwo. Wenn nicht, muss ich die Schuhe ausziehen. Hose hochkrempeln. Okay, der gute Mann sagt, hier kann man durchlaufen, aber ich glaube, ich muss meine Schuhe ausziehen. Und Hose hochkrempeln. Keine Ahnung. Der Richard fragt, was das für Früchte sind. Aber ich bin ja kein Botaniker, ich bin ja YouTuber. Okay, wir gehen dem Mann mal nach. Ja, ganz gut. Da sehen wir, wie tief das ist. Auf jeden Fall ist es angenehm frisch. Ja, cool. Er hat gesagt, ein Stückchen weiter rauf zu es oder runter zu es, den Bach. Da gibt es noch mehr Höhle, wo man rein kann. Das werde ich mir auf jeden Fall aufheben. Fürs nächste Mal. Also komme ich bestimmt noch mal her. Mal gucken, wie es aussieht. Da bringe ich mir aber mein Beach-Schuh mit. So, grober Fehler. Ich hatte es mit Mikrofon leider nicht an. Daher nur die Aufnahme. Aber gut, ich sag's nochmal schnell. Und zwar, wir laufen dem guten Mann hinterher. Der zeigt uns, wie es lang geht. Habt ihr jetzt eben gesehen. Es gibt noch weitere Eingänge zur Höhle. Der Mann, der Mönch, ist der Obermönch. 75 Jahre alt. Ja gut, die Treppe ist spektakulär. Aber da komme ich bestimmt noch mal her, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil heute haben wir nicht ganz so viele Zeit. Und vielleicht aber auch nicht das richtige Equipment dabei. Okay, jetzt gehen wir da rein. Da muss ich auf jeden Fall Licht anmachen, weil es gibt kein Licht scheinbar. Oh, ich kann doch.
Oberkörper hoch mit einer Hand. Ja. Ah, jetzt geht's. Alles abgefahren. Also da muss ich nochmal her. Da muss ich mein Kletter-Equipment mitnehmen. Wo geht's denn da nach? Sind wir schon drin? War's das? Aber schau mal, da hoch ist. Da kann ich ja hochkraxeln. Ah, da kannst du auch rein und raus. Das ist ja auch vor abgefahren. Boah! Ja, okay, irgendwie geht mein Licht nicht mehr. Aber es macht nichts. Ich muss das auf jeden Fall von der anderen Seite noch fotografieren. Brutal, wenn du da nichts siehst im Dunkeln. Das ist aber ganz schön sumpfig, matschig. Das ist die, ich glaube, das ist die Fledermaus-Scheiße oder was? Oh, ist das krass. Ein bisschen eklig an den Füßen. Oh, das ist aber ein geiles Bild, ja. Oh, jetzt muss ich wieder raus, aber da sehe ich nichts, ich muss das ausmachen. Ich brauche Taschenlampe. Ja gut, da unten liegt eine Palette, aber der muss schon einen echten großen Schritt machen. Ja, kein Wunder, wollte der Mann nicht und mit rein. Jetzt reißt mal die Hose zusammen. Ja. Na, zwei. Ui. Kikankau, Jürgen. Allein, Tina, ja? Tagen alle. Ah, Tini? Mi. Nee, dann gar nicht kommen. Wo? Es sagt da ums Eck rum, gibt's ja Leute, da kann man hoch. Ja, gut, mein Belei. Hab. Ah, okay, da gibt's ja Leute, aber wenn die aussieht wie die Treppe. Ah, krass. Okay, wenn ihr hierher kommt, fragt gleich mal nach Spende. Der will da eine Brücke hermachen. Die wird ca. 20.000 Baht kosten. Dann gibt es irgendwann auch eine Brücke. Aber da komme ich auf jeden Fall noch mal her. Wenn es die Brücke gibt. Nee, vorher. Da bringe ich aber gescheite Schuhe mit. Und vielleicht eine kurze Hose und eine Taschenlampe. Ja? Okay, er sagt da gerade, früher sind viel mehr Leute hergekommen. Ui, da ist aber glatt. Ja, da oben ist schön. Ah ja, das nächste Mal auf jeden Fall mal merken. Ah ja, cool. Ah ja, ist ja witzig. Ich sag gerade mitgehen. Long Tao, by the way, lieber. Oh. Gibt keine Antwort. Okay, jetzt kommen wir von hinten. Er führt uns wahrscheinlich von hinten in den Tempel. Brauchen wir nicht da vorne durchs hohe Gras. Ah, das sind die Hütte, wo die Mönche wohnen. Aua. Ich habe immer noch keine Schuhe. Also von daher, wenn es wackelt, dann liegt es an meinen Füßen, weil ich da über Steine laufe. Hey! Jetzt wird immer noch Wasser angeboten. Hallo! Oh, das steht aber schon länger da. Dann nimm's. Ich hab schon ein Bild. Ja, das geht schon.
Meine, das ist ja das Coole, wenn man hier so unterwegs ist. Du findest ja Ecke. Da, meine, klar, sind wir nicht die ersten Menschen, die hierher kommen. Aber das ist halt meiner Meinung nach, ja, das echte Thailand, das gehört halt auch dazu. Und nicht nur am Strand rumliegen oder im Hotel, sondern so siehst du halt echt viel von Thailand. Das ist genau das, was mir halt beim Motorradfahren so viel Spaß macht. Und gerade immer nicht immer die gleiche Ecke anfahren. Klar, können wir noch keine neue Straße bauen. Aber gut. So, ich würde jetzt sagen, hier mache ich jetzt mal Schluss, weil das wird alles viel zu viel für den Film. Wir haben ja noch den anderen Tempel, noch einen anderen Tempel vor uns. Und dann gehen wir noch in der Khao Sok was essen und was trinken. Deswegen zweiter Teil. Hat mich gefreut. War echt ein geiler Tag bis jetzt. Wunderschön. Und ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Ja, und jetzt bis zum nächsten Mal. Bis bald in Thailand. Tschüss. Also, jetzt mal ohne Flachs die letzten 300 Meter. Das ist ein echter Brett. Hey. Das da, ich steck's jetzt weg, ich filme jetzt nicht mehr. Jetzt sind wir da irgendwelche Leute an einer Hütte getroffen. Die fahren uns vielleicht. Müssen wir noch ein bisschen diskutieren, aber ich glaube ja. Der eine sagt, sie fahren uns, der andere ist nicht so begeistert.